Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute geht es um Lord Divine, eine Progressive Metal Band aus Argentinien. Diese stellt ihre eigene Version des Survivor-Klassikers Burning Heart vor. Bekannt ist die Ikone der 80er Jahre und der Soundtrack natürlich aus dem Rocky IV-Film. In diesen seltsamen Zeiten der Komplikationen, Negativitäten und Unsicherheit beschlossen wir, unsere eigene Version dieses erstaunlichen Hits aus den 80ern zu machen. Ein Soundtrack eines Filmes aus einer Ära, den jeder kennt. Über die politischen Implikationen dieses Jahrzehnts hinaus bedeutet dies, du musst mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Herzen kämpfen und es ist möglich, selbst die unmöglichsten Schwierigkeiten zu meistern. So Lord Divine dazu, zu diesem Track. Lord Divine wurden 2002 gegründet und haben 4 Studioalben herausgebracht. Where the Evil Lays von 2004, In Disgrace von 2007, Imagines von 2014 und Facing Chaos von 2019. Die aktuelle Besetzung ist Nahuel Garcia Espinosa am Gesang, Hugo Gurley und Manu Lopez an den Gitarren, Diego Palma am Keyboard, Andres Berenguer am Bass und Dalmis Del Bueno am Schlagzeug. Lord Divine ist eine Progressive Metal Band, die 2002 in Rosario in Argentinien gegründet wurde. Im Jahre 2003 veröffentlichten sie eine Promo-EP, die sehr enthusiastisch aufgenommen wurde und bei seinem offiziellen Bühnendebüt als Unterstützung für Lorian, eine argentinische Band im Lavernin-Theater in Rosario, begeisterte. Im Jahre 2004 veröffentlichte Lord Divine über 2M Productions ihr erstes Album mit dem Titel Where the Evil Lays. Damit begann eine Reihe von Shows im ganzen Land. Im Obrath-Stadion fand das Ganze seinen Höhepunkt, als sie als Support von Nightwish spielen durften. Im Jahre 2005 veröffentlichte Agora Records eine Version des ersten Albums in spanischer Sprache. 2007 veröffentlichte Lord Divine ebenfalls über 2M Productions sein zweites Studioalbum In Disgrace und präsentierte es live im Teatro de Flores in Buenos Aires als Supportband für Symphony X. Nach einer weiteren Reihe von Shows im ganzen Land beginnt die Band das Material für ein neues Album zu komponieren. Sie beschließt, andere Genres wie Alternative Metal und New Metal zu erkunden und sich in diese zu wagen, ohne ihre früheren Einflüsse zu vernachlässigen. 2014 veröffentlicht Lord Divine unabhängig und nur im digitalen Format das experimentelle Album Imagines als drittes Studioalbum. 2016 beschließt Lord Divine, zu ihren Wurzeln des Progressive Metals zurückzukehren und beginnt mit dem Komponieren des vierten Albums Facing Chaos, das am 5. Februar 2019 weltweit über Fighter Records veröffentlicht wird. Die aktuelle Formation der Band ist Diego Valdez am Gesang, der hat früher schon bei Dream Child und Iron Mask gesungen, Hugo Gurley und Manu Lopez an den Gitarren, wie gehabt, Diego Palma am Keyboard, Andreas Berenguer am Bass und Dalmis Del Bueno, wie gehabt, am Schlagzeug. Das war's auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare oder abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.